Also Bodo ist zu uns gekommen, weil er gefunden wurde. Die Leute haben ihn zu uns gebracht. Es war Mitte Oktober. Seitdem ist er jetzt bei uns und sucht verzweifelt ein Zuhause, einen neuen Platz. Wir suchen für Bodo eine Herde, der er sich anschließen kann, möglichst mit Weide. Bevor wir ihn abgeben, er wird kastriert, er wird auch noch mit Ohrmarken versehen. Vom Wesen her ist er eigentlich sehr neugierig. Er muss immer gucken, was wird gerade gemacht, wer kommt bei mir rein, wer ist das. Ein bisschen kuscheln ist immer erlaubt, das findet er auch ganz cool. Ja, ist ein ganz, ganz netter. Die Jessie ist eine sehr verträgliche Hündin mit allen Hunden. Ob rüde Hündin, das ist ihr egal. Sie mag sogar Katzen. Sie liebt Kinder. Sie liebt Menschen. Das ist halt ihr größtes Problem, dass sie ihre Leute nicht weghaben möchte und kann nicht alleine bleiben. Optimal wäre natürlich, jemand würde sie mit zur Arbeit nehmen. Oder große Familie, wo immer einer zu Hause ist. Sie wurde letztes Jahr im Januar bei uns abgegeben, da sie sehr krank war. Sie hat die Hüfte massiv kaputt, also nicht nur ein bisschen. Wir haben dann so einen sogenannten Pectineo-Schnitt, so einen Muskelschnitt machen lassen. Sie bekommt auch Physio von uns und läuft jetzt immer besser, ist relativ schmerzfrei, braucht auch im Moment nur eine Tablette an einem Schmerzmittel. Im Februar wird sie zwei. Vielleicht, dass wir jetzt endlich mal jemanden finden. Fritz ist ein super duper anhänglicher Kater, der gerne ein spezielles Zuhause sucht. Und zwar ist er eigentlich recht unkompliziert in Sachen Schmusen, Kuscheln hast du nicht gesehen, aber er hat die Vorliebe für meistens eine Person. Also er mag auch andere Personen, aber er will dann ein Personalmitglied, soll eigentlich immer 24 Stunden die Tage zur Verfügung stehen. Und er braucht einen gesicherten Freigang. Und zwar, er ist leider Gottes FIV-positiv, das heißt, er hat Katzen-Aids. Das ist jetzt nicht auf den Mensch übertragbar oder sowas, aber dadurch möchte ich natürlich nicht, dass er kompletten Freigang hat und andere Katzen infizieren kann. Und wenn da jemand nicht schon eine Katze zu Hause hat, dann doch bitte für Fritz melden, weil der hat ein super softes Fell und ist super anhänglich und überhaupt ganz, ganz toll.